Also als nächstes machen wir den Stoß zweier Scheiben, die aneinander stoßen in einem Punkt, wobei aber die Stoßkraft auch durch die beiden Schwerpunkte gehen soll. Und beide Scheiben sollen nun Geschwindigkeit haben. Also Stoß zweier Scheiben. Ihre Massen sind M1 und M2. Die Masse M1 hat also die Geschwindigkeit V1, ihr Richtungswinkel gegenüber der X-Achse ist Phi1, die Masse M2, V2, Phi2. Die beiden Scheiben mit ihren Schwerpunkten, Mittelpunkten, wobei der Berührungspunkt der beiden Scheiben auf der Verbindungslinie ihrer Schwerpunkte liegt. Und die Normalebene dazu, die ist unter dem Winkel Alpha geneigt. Also Winkel Alpha der Tangentialebene im Berührungspunkt. Und die Kraft wirkt normal zur Ebene, also in der Richtung En dann, während die Richtung der Ebene durch Et gegeben ist. Das heißt, der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt, kein Reibungsstoß. Und das ist ein zentraler Stoß, weil die Stoßkraft jeweils durch den Schwerpunkt hindurchgeht. Die Richtung der Geschwindigkeit V1 durch Phi1 gegeben, die Richtung der Geschwindigkeit V2 durch den Winkel Phi2 gegenüber der waagrechten X-Richtung. Die Kraft wirkt im Berührungspunkt, sie ist ja die Kontaktkraft mit Aktio-Reaktio, sie wirkt nach links oben auf die Masse M2, nach rechts unten auf die Masse M1 in gleicher Größe und geht durch den Schwerpunkt hindurch. Das ist also eine innere Kraft, und ihre Wirkungslinie der Kraft in der Verbindungslinie der beiden Schwerpunkte. Auf die Weise ist also eine Drehung vermieden. Es ist quasi ein zentraler Stoß. Der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt. Wir führen also die Einheitsvektoren, die Richtungen in der Richtung der Tangente mit ET, in Richtung der Normalen mit EN ein und können jetzt die Komponenten der Geschwindigkeiten vor dem Stoß anschreiben. V1 in Richtung N, das ist V1 mal, wir sehen der Winkel gegenüber der
Richtung ET. Das ist der Winkel Phi 1 minus Alpha. Und davon muss man jetzt die Sinuskomponente nehmen in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die Komponente der Geschwindigkeit in Richtung der Kraft, ja. Und ich projiziere das jetzt herein und habe auf diese Weise die beiden Komponenten, nämlich V1n ist V1 mal Sinus Phi 1 minus Alpha. Dasselbe ist gemacht für die Geschwindigkeit V2, zerlegt in die beiden Komponenten. V2n ist die Komponente in Richtung der normalen. V2 Sinus Phi 2 minus Alpha. Und natürlich muss V1 ein größer V2n sein, sonst findet ja kein Stoß statt. In der Tangentenrichtung ET die entsprechenden Kosinuskomponenten. V1t und V2t, also in Richtung der Tangentialebene, V1 Cosinus Phi 1 minus Alpha und V2 Cosinus Phi 2 minus Alpha. Da in der Richtung der Tangente keine Kraft auftritt, bleibt ja der Impuls erhalten, das heißt, es tritt keine Geschwindigkeitsänderung ein. Es müssten also die Geschwindigkeiten nachher in Tangentenrichtung die gleichen sein. V1t ist gleich W1t, V2t ist gleich W2t. Geschwindigkeiten bleiben in Tangentenrichtung erhalten. Der Stoß findet nur in der Richtung En statt. Die Stoßziffer bezeichnen wir mit Epsilon. U sei die gemeinsame Geschwindigkeit in der Stoßrichtung. Also, der Impulssatz ist anzuschreiben in den beiden Stoßperioden für beide Körper. In der ersten Periode, räumlich 1, da ändert sich die Geschwindigkeit von V1n auf die gemeinsame Geschwindigkeit u. Also Ende der ersten Periode, die Geschwindigkeit u minus v1n, die infolge der wirkenden Kraft minus f in der Richtung en, ist ja die Kraft minus f, das Integral minus f dt, das ist das S1, der Stoßantrieb in der ersten Periode. Auf die Masse m2 wird die Kraft F in der positiven EN-Richtung wirken. Geschwindigkeit nachher ist
die gemeinsame Geschwindigkeit, U, die Geschwindigkeit vorher war das V2n, und die Änderung des Impulses erfolgt durch den Antrieb S1 in der positiven Richtung. Wenn man die beiden Gleichungen addiert, fällt das S1 raus und man kann die gemeinsame Geschwindigkeit berechnen, nämlich dass der Impuls erhalten bleibt in der ersten Periode. Der Anfangsimpuls war M1 V1n plus M2 V2n und der Impuls nachher ist gemeinsame Geschwindigkeit mal M1 plus M2. Kann man also durch M1 plus M2 dividieren, dann hat man die gemeinsame Geschwindigkeit. Und damit kennt man natürlich auch das S1. In der zweiten Stoßperiode, wiederum Impulssatz für die Masse 1, Geschwindigkeiten am Stoßende minus gemeinsame Geschwindigkeit ist der Stoßantrieb in der zweiten Periode. Dieses minus S2, weil es ja wieder gegen die Richtung EN wirkt. Und für die gestoßene Masse die Geschwindigkeit nachher in der N-Richtung minus gemeinsame Geschwindigkeit ist plus S2. Und das sind jetzt insgesamt vier Gleichungen für fünf Unbekannte, nämlich die drei Geschwindigkeiten, könnte man sagen, und die zwei Stoßimpulse. Und wir brauchen also jetzt noch die fünfte Gleichung. Das ist die Stoßhypothese, die aussagt, dass der Stoßimpuls in der zweiten Periode proportional dem in der ersten gesetzt wird mit der Ziffer, Stoßziffer Epsilon. Damit haben wir jetzt fünf Gleichungen für die fünf Unbekannten und können die Geschwindigkeiten nach dem Stoß W1, W2 berechnen. Um die Geschwindigkeiten nach dem Stoß auszurechnen, muss man also jetzt das U eliminieren, beziehungsweise das S2 durch S1 ersetzen und auch das U hier einsetzen. Und dann kommt man im Grunde zu den Geschwindigkeiten nach dem Stoß W1n und W2n. Also die Geschwindigkeit des stoßenden Körpers nach dem Stoß ist gleich der Geschwindigkeit in der Richtung n vor dem Stoß. Ursache für die Geschwindigkeitsänderung ist die Masse m2, das ist so wie bei dem zentralen Stoß zwei Massenpunkte, dividiert durch die Summe der Massen. Dann kommt die Geschwindigkeitsdifferenz in der normalen Richtung und das 1 plus Epsilon. Die Geschwindigkeit wird kleiner, darum muss da vorne das Minus sein. Und beim Gestoßenen, beim Zweier,
Geschwindigkeit vorher plus, weil hier die Geschwindigkeit ja größer wird, die Ursache fürs Größerwerden ist eben der Stoß vom Einserkörper, genau wieder Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß in der normalen Richtung mal 1 plus Epsilon. Also der Stoß findet nur in der normalen Richtung statt und man kann daher also in der Richtung einfach die Gleichungen für den zentralen Stoß verwenden. Wenn man nun die beiden Gleichungen subtrahiert, die Differenz der Geschwindigkeiten der beiden Körper nach dem Stoß in der normalen Richtung ausrechnet, das heißt, das ist gleich Differenz der Geschwindigkeiten vorher, plus, und jetzt muss man dann hinauf subtrahieren, das heißt, es wird da oben auch ein Plus werden, dann muss man die beiden Maßen M1 und M2 wieder addieren, oben und unten steht auch M1 plus M2 und dadurch fällt das wieder weg, mal, die beiden Faktoren sind ja dieselben, Differenz der Geschwindigkeiten vorher, V1n minus V2n, mal 1 plus Epsilon. Nun ist das 1 und wenn man da jetzt subtrahiert, Sie sehen, der 1 fällt weg, dann steht dort Epsilon mal der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß. Also die Stoßziffer Epsilon kann auf diese Weise als Differenz der Geschwindigkeiten nach dem Stoß zur Differenz der Geschwindigkeit vor dem Stoß dargestellt werden. Also Delta W nachher zu Delta V. Normal heißt das nicht nachher, sondern normal. Delta nachher zu Delta vorher. In der normalen Richtung, also in der Richtung, in der der Stoß stattfindet. Und diese Zeichnung haben wir schon öfter skizziert, nämlich Geschwindigkeit V1n, das ist der schnellere, V2n wird der gestoßene sein und der eine wird langsamer, der andere wird schneller. Hier müsste die gemeinsame Geschwindigkeit sein im Schnittpunkt der beiden Geraden, das müsste das U sein. Und am Ende hat man dann hier die Geschwindigkeit oben die W2n und unten die W1n und diese Differenz der beiden Strecken ist dann das Epsilon, wobei natürlich das Delta W kleiner ist als das Delta V, weil ja die Stoßziffer Epsilon kleiner als 1 ist. Hier eine Sonderfall nehmen, dass die Masse M1 von unten senkrecht drauf kommt dann ist, und die Masse 2 mit V2 waagrecht. Das heißt, es ist dann die Berührungsebene waagrecht, also diese Tangentialebene wird waagrecht sein. Das ET und da ist das EN und der Winkel Alpha ist dann 0. Phi 2, der Richtungswinkel der Geschwindigkeit gegenüber der X-Achse, der Geschwindigkeit V2 ist auch 0. Der Richtungswinkel von V1 ist 90 Grad, das geht in Richtung EN. Die
also die Stoßkraft in der Verbindungslinie, normal zur Ebene. Da die in Tangentenrichtung ja kein Stoß stattfindet, bleiben dort die Geschwindigkeiten erhalten. Die Geschwindigkeit W2 in Tangentenrichtung muss gleich sein der Anfangsgeschwindigkeit V2, während der Stoß in der normalen Richtung jetzt die Geschwindigkeit ja ändert, die Geschwindigkeitskomponente des Gestoßenen in der normalen Richtung ist V2n, das war aber 0. Und jetzt plus ja, also V2n ist 0, V1 Tangente ist 0, ja. Und jetzt W2n ist V2n. Aus der obigen Gleichung Nummer 2 kann man das ja einfach abschreiben. Hier brauchen wir die Geschwindigkeitsdifferenz in der normalen Richtung, die ja für den Stoß maßgebend ist. Da ist aber das V1n gleich dem V1. Und daher, und das V2n war ja 0 am Anfang. Und daher ist die Geschwindigkeitsdifferenz gleich dem V1 mal 1 plus Epsilon. Das V1n ist aber gleich das V1, daher kann man dann dieses n wieder weggeben. Die Geschwindigkeit W2 geht also so schräg hinauf, weil ja das V2 bleibt erhalten, ist gleich V2t, das W2n haben wir jetzt ausgerechnet und für die Masse M1, W1t ist ja 0, weil vorher die Geschwindigkeit in der Tangentenrichtung 0 war. Und W1 normal ist die Geschwindigkeit vorher minus, weil sie kleiner wird. Die Ursache ist das M2 aus der Gleichung 1 von oben. Die Geschwindigkeitsdifferenz ist das V1 wieder plus Epsilon. Das ist aber zugleich die gesamte Geschwindigkeit nachher, weil ja W1t 0 ist, während die Geschwindigkeit hier natürlich gleich der Wurzel aus der Quadratsumme der beiden Komponenten ist.